Ja, die World Eaters mit Angron, der vor kurzem irgendwann auf einem Planeten zurückgekommen ist, wurde von den Grey Knights besiegt, natürlich in einem großen Krieg gegen die Space Wolves. Ja, da hat das Imperium dann gegen das Imperium gekämpft, nachdem dann die World Eaters geschlagen waren. Wenn das Chaos auftaucht, ist immer mit Hass und Vernichtung ein Problem. Natürlich hattet ihr vor kurzem zweimal gegen die Alpha Legion gekämpft. Die haben Alpharius als ihren Primarchen. Und das sagen sie ja selbst auch immer, wenn sie sich vorstellen, ich bin Alpharius, wo man sich nie sicher sein kann, ob jetzt der Primarch vor einem steht. Die verschiedenen Leute, also Bruder Wilhelm, du weißt, dass Rogal Dorn ihn mal erschlagen hat. Aber auch die Ultramarines sagen, dass sie Alpharius erschlagen haben. Also mindestens zweimal wurde er erschlagen. Und das kann ja irgendwie nicht sein. Der Einzige, der immer wieder geboren wird, ist Vulkan. Dass Alpharius jetzt zweimal gestorben sein soll, das kann nicht sein. Und er soll ja immer noch leben. Was für ein Haben die Brüder von den Ultramarines natürlich leider Unrecht. Dann können wir jetzt leider nichts tun, wenn Rogal Dorn das sagt. Dann war das so. Ja. Ist es eigentlich, was ihm ja eigentlich ins Auge springen muss, ist, dass da 20 Statuen stehen, weil es gibt nur 9 Primarchen und 9 Teufel. Es gab niemals mehr als 18. Genau. Das ist. Die Fallen, also die Fallen Legions, werde ich auf keinen Fall kennen. Das ist ja. Genau. Der Imperator selbst aus dem Gedächtnis gelöscht, und zwar selbst aus dem Gedächtnis der Primarchen. Genau, also selbst wenn jetzt Wilhelm in seinem Stübchen kramt, Archibald Hess, der Brigadegeneral, sagte was von 9, die 9 Primarchen, und du kennst 9 weitere. Also Horus ist kein Primarch, Horus ist ein Erzdämon. Und ja gut, Abaddon ist eben der 9. Primarch. Okay. Aber 9 plus 9 sind immer noch 18. Also wie die jetzt auf 20 kommen, weißt du nicht. Zumindest hat es ausgereicht, dass Vater Marius das nicht als zu heretisch angesehen hat, sondern er hat euch das Essay vom M31 angehängt. Also Vater Marius hat gesagt, ihr, wenn die Inquisition die Deathwatch hier hinschickt oder irgendwen hier hinschickt, dann guckt euch das Essay aus M31 an. Wie schätze ich denn ein, ob das, wo darf Vater Marius das überhaupt wissen? Also was... Also, vermutlich, richtig. Also du weißt nicht, wie alt Vater Marius ist. Vielleicht hat er schon seine 150 Jahre auf dem Buckel. Er sieht jetzt eher aus wie 50. Wenn er jetzt irgendwelche Juvenor-Chemikalien gespritzt bekommen hat, dann ist er vielleicht 150. Wenn der in diesem Gürtel gekämpft hat oder wenn er im anderen Gürtel gekämpft hat und auch gegen Chaos, nicht unbedingt Marines gekämpft hat, aber wenn er gegen Chaos-Kultisten gekämpft hat, dann könnte es sein, dass er schon Erfahrung gesammelt hat mit den 9 Teufeln. Vielleicht aber ist der Vater auch dem größten Feind überhaupt anheimgefallen. Er hat Wissen angesammelt und jetzt ist er vom Glauben abgefallen. Und damit ist er jetzt ein Heretiker. Und eine Schwester Hospitalis ist tot. Gehen wir mal. Okay, erschlagen wir erst den Dino, dann kommen die Paranoia und die... Genau, Vater Marius und den großen Dämon könnt ihr später noch erschlagen. Den schaffe ich schon. Wenn wir sein Gehirn essen, können wir herausfinden, was er wirklich wusste. Genau. Das Schlimme dabei ist, er lebt halt schon 20 Jahre hier. Man weiß, was der hier schon getrieben hat. Wahrscheinlich ist er der Grund für den Symbiontenbefall. Vielleicht ist er auch ein Symbiont. Ja. Naja, also wenn er Chaosanbeter ist, dann ist er kein Symbiont mehr. Vielleicht ist er auch beides, aber Chaos-Symbionten hat es zumindest bisher noch nicht gegeben. Vielleicht war sie ein Symbiont und er ist der Chaosanbeter. Das ist der Schwist. Zumindest ist das die Frage. Wir sind jetzt in einem Dreifrontenkrieg zwischen Chaos, den Symbionten, den Auranern. Jetzt fehlen nur noch irgendwo die Xenos. Ja, und die Xenos sind ja die Symbionten. Ja. Ja gut, aber wir haben jetzt ja noch ein Necron-Artefakt dabei und Necron sind dafür bekannt, die Artefakte holen zu wollen. Nee, das heißt, wir haben kein Artefakt mehr dabei, das haben wir hochgeschickt. Stimmt, das Necron-Schwert habt ihr hochgeschickt, weil das aus Metall besteht. Aber wir haben es hier am Planeten. Vielleicht kommen noch die Tau. Naja. Kommen gleich die Orks aus dem Wald gelaufen. So, also die Frage steht im Raum. Wilhelm, du kannst ihm einmal zunicken. Was dann? Naja, es gibt nur 9. Und da endet euer Anspruch auf das Wissen, warum die Auraner früher mehr Statuen aufgestellt haben.
entzieht sich eurer Befähigung. Okay, ich hab's Sei mir... doch nicht so, Bruder Pam. Ich hab's mir fast gedacht. Wie gesagt, ich hatte das Essay gesehen, was die Inquisition für euch mitgegeben hat, aber ich konnte mir selbst keinen Reim drauf bilden. Die Inquisition wird das schon wissen. Wie man unter meinen Brüdern so schön sagt, Wissen ist Macht, aber nicht jeder ist fähig, diese Macht auch einzusetzen. Ja, für den Moment behandelt es einfach, als wären dort 9 Primarchen und vielleicht einige ihrer Helden. Die Inquisition wird sich später das genauer ansehen und dann wird geurteilt. Ja, so verstanden, meine Lords. Ich hatte das, wie gesagt, einfach nur... die Katarina hat mir davon berichtet. Ich werde mir das gleich mal ansehen. Oder auch nicht, wenn ihr sagt, ich soll davon wegbleiben. Naja, wie sehr hängt ihr an eurem Weiterleben? Ich bleib hier. Ja, weise Entscheidung. Beantwortet. Mit der Inquisition legt man sich nicht an. Ja, wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, wendet euch an mich, die Katarina oder... Und Alkedre steht da drüben. Ich hatte sie ganz kurz kennengelernt, als sie unten wart. Sie ist die Stellvertreterin von dem Dunkelgeißel. Was ist ihre Meinung? Was ist eure Meinung zu ihr? Kompetente Kriegerin. Vor allem, wenn ich erkenne, die Schuppenrüstung, die sie hat, dieses Rote. Das hat sie auch selbst erschlagen. Diesen Diablodon, da schickt sie euch jetzt ja wohl auch hin. Ihr sollt ja jetzt nicht nur diese Männerprüfung bestehen, beziehungsweise Erwachsenenprüfung, sondern ihr sollt ja direkt in den Rat aufgenommen werden. Sowas sagte sie zumindest. Das hat sie euch gesagt. Jo, sie hält damit nicht hinter den Berg, warum auch? Was ist ihre Meinung zu dem ganzen, in das Imperium aufgenommen werden? Rylos klang nicht so begeistert. Sie hält sich da vornehmlich raus, so wie ich das verstanden habe. Das ist die Entscheidung von dem Kaela allein. Sie sagte etwas von einem Rat, er. Habt ihr von diesem Rat schon etwas gehört? Die Versammlung? Nein. Wie gesagt, ich bin auch erst vor einigen Stunden eingetroffen, gemeinsam mit euch. Hätte ja sein können, dass die Katachana etwas derartiges erwähnt haben. Er muss sich ja in der Tat sagen. Nein, nein. Haben sie noch nicht. Die Frage ist, ob dieser Rat von dieser Stadt alleine oder von diesen ganzen Städten, diesem Planeten. Ja, Heistand ist die Hauptstadt. Wenn es irgendwas zu beschließen gibt, dann hier. Haltet die Augen und Ohren offen, wenn ihr etwas darüber erfahrt. Mach ich, meine Lords. Naja, wollt ihr nun Waffen kaufen oder wollen wir sie auf dem Weg selber herstellen? Diese Frage wollte ich auch stellen. Ich würde zumindest ein Messer. Wobei, wäre es euch genehm, Bruder Toral, wenn ich zum Herstellen eure Klaue benutze? Eine scharfe Klinge jedweder Art macht es einfacher, eine Waffe zu kreieren. Frage dazu besteht, ob wir diese verwenden dürfen. Wir können fragen. Also weiteren könnten wir durchaus jeder eins ein Messer von diesem Händler holen. Dann ist er auch sich hinterm Berg und vielleicht bekommen wir Informationen. Dann sollten wir uns alle ein Messer mitnehmen. Der Händler hat wahrscheinlich auch noch einen Kopf von Alpharius im Angebot. Dann nehmen wir ihn mit und erschlagen ihn. Beiköpfe. Ja, so könnt ihr wieder zurück in die, in Anführungsstrichen, Gasse gehen, wo ihr auf den, in Anführungsstrichen, kleineren, also 1,80 Meter wird er wohl haben, Händler trefft, der euch dort erwartet vor seinem Stand. Sind verschiedene Sachen, also es ist nicht unbedingt Krimskrams, aber es ist durcheinander, würdet ihr meinen. Er hat sogar eine von diesen goldenen Kristallen, die da liegen, relativ großes Exemplar. Mechanikus würde da sicherlich eine ganze Menge für bezahlen, auch wenn ihr das nicht so gut einschätzen könnt, aber das war ja wie gesagt einer der Hauptgründe, dass das Mechanikus hier großes Interesse angemeldet hat. Sind die Waffen, die er herstellt, denn überhaupt für unsere Hände gemacht? Die kannst du führen, ja. Also, wie gesagt, die Auraner sind um die 2 Meter groß, mal so plus minus 10 Zentimeter. Der eine ist 2,10, der andere ist
nur 1,90 groß, aber ja, ihr könnt die führen. Gerade wenn ihr eure Rüstungen jetzt auch nicht mehr tragt und eure Panzerhandschuhe tragt, sondern normale Hände, das ist jetzt nicht so klein. Also ihr könntet eine größere Ausführung benutzen, aber selbst Pfeile und Bogen wären für eure Maßstäbe gemacht. Also du würdest sogar sagen, wenn, gut, Katachana sind nochmal was Besonderes, aber wenn jetzt irgendeine andere Militarum-Garde hier unten eingetroffen wäre, die könnten diese Sehne gar nicht mehr spannen. Naja, Brüder, ich sehe mich leider nicht in der Lage, einen Bogen selber zu bauen. Ich würde dann hier einkaufen. Bruder, ich baue dir einen unterwegs. Lass uns diese Prüfung in der angemessenen Art machen. Ja, aber dann, wie du willst, Bruder, aber dann sollten wir gar nichts kaufen. Cray nimmt sich zwei Schwerter damit. ja, sehr gut, sehr gut. Ihr könnt die Schwerter nehmen, wenn ihr mögt. Ich habe hier auch Krallenklingen, wenn ihr mögt. Gürklingen, Knochenschwert, ganz wie ihr mögt. Was habt ihr anzubieten? Ein Messer für Handwerk. Für Handwerksarbeiten, bitte. Das sind Begriffe, die du nennst, mit denen ich nichts anfangen kann. Ich habe eine Klinge bei Rylas gesehen. Habt ihr auch so Klingen im Angebot? Also, sieht ja aus wie eine Kralle. Davon weiß ich nichts. Na, okay, schade. Kannst ja mal auf, ich muss gerade mal schauen, was ist denn das? Menschenkenntnis, ein forschender Blick. Würfel mal auf forschender Blick. Was ist denn das auf Englisch? Wahrnehmung. Wie heißt das? Scrutiny habe ich im Angebot. Ja, Scrutiny ist das sein, ja. Scrutiny klingt gut. Sehr gut, da kann ich sogar einen ganzen Wert drauf werfen. 98. Ich schließe mich ihm mal an. Wie war das für so einen Fade-Punkt? Kann ich den Wurf wiederholen? Ja, oder? Genau. Für einen Fade-Punkt darfst du wiederholen. Der kommt aber wieder irgendwann, der Fade-Punkt, oder? Das ist nur so ein Ende Current des Abenteuers. Ja, okay, dann nimm den mal. Eins! Aus der 98. Und Tordal würfelt die 100, dann haben wir den Crit 100. Und den Patzer. Das ist aber egal, ich hab's ja gerade rumgemacht, das ist eine 80. Eine 90, genau, ja, weil du plus 10. Na, 90 gegeben. Minus 10 ist 80, ich hab ja leicht rum 10. Aber nö, ja. War nix. War nix bei dir, aber Cry würfelt mit dem Schicksalspunkt die 1. Du bist der Meinung, es ist ein Thema, über das er nicht gerne spricht. Vielleicht nicht unbedingt wegen ihm, aber wegen all den anderen Auranern. Er kennt die Krallen. Er hat keine, er hat zumindest keine Waffen damit, aber er weiß, was du meinst. Ja, dann würde so mit der Hand rumwedeln. Gehen wir doch nach hinten und ihr zeigt mir eure Gür oder Knochenklingen, wie ihr sie alle nennt, und ich suche mir ein schönes Paar aus. Ja, selbstverständlich. Er legt so einen freundlichen Blick wieder auf und führt dich dann, Hand auf deine Schulter gelegt nach innen. Er schnüffelt so ein bisschen, ihr riecht etwas streng. Verzeiht. Kommt rein. Und im Inneren seines Standes, beziehungsweise ist auch nicht aus Holz, sondern dann aus Stein der Markt, beziehungsweise sein Etablissement, was er sich dann hier errichtet hat, kannst du ja diese Gürklingen erkennen, an denen die goldenen Kristalle eingearbeitet sind. Wunderschön. Hier haben wir die Speere für alle Größen und wenn ihr mögt, hier ist meine Dünnsteinrüstung. Wenn ihr damit in den Canyon ziehen wollt oder Leder. Ich glaube, die Rüstung passt mir nicht. Doch, selbstverständlich, ich kann sie für euch. Versteht ihr, ihr könnt diese Steine auseinanderziehen. Es ist ein Schuppengeflecht. Steht vielleicht etwas am Bauch noch, aber ihr könnt sie tragen. Ja, Quer wird sich das Ganze mal so durchaus interessiert anschauen. Also, wegen der Klaue. Ich weiß nicht, was ihr meint. Die an Readers Gürtel. Ich weiß nicht, was ihr meint. Ja, wir sind hier unter uns. Ich werde nichts zu irgendeinem... Ich werde kein Wort darüber verlieren, was ihr jetzt sagt. Er blickt sich so ein bisschen in die Sucht um. Wollt ihr nicht wirklich? Meine Klingen sind äußerst selten. Sie können alles durchschneiden. Gerade wenn ihr größere Mantis-Kreaturen erlegen wollt.
Oh, ja, sie liegen sehr gut in der Hand und würde irgendwie so dieses vermutete Spiel mitspielen. Ein bisschen rumfuchteln, vielleicht mal, also ein bisschen Probe schlagen mit den Gürklingen. Nun, also ich habe hier tatsächlich 4 Krallen. Ich habe sie von einem Mann namens Heidal bekommen. Das war allerdings schon vor vielen Monaten und Heidal lebt auch gar nicht hier auf Heistand. Er ist schon lange weitergezogen. Ich habe sie nun getauscht. Das sind meine Sektoren-Clown. Ja, ja. Wie lange gibt es diese Malesektoren schon an auf Aurum? Das weiß ich nicht. Seid ihr schon mal einem begegnet? Nein, nein, nein. Ich ziehe es vor, nicht unbedingt zu kämpfen. Natürlich gegen Terratrixe oder so etwas in der Art oder gar einen Argrax. Das mag man schon nun mit einer kleinen Gruppe schaffen, aber nein, in die wilden Schluchten und die Canyons steige ich nicht. Ich habe meine Karren, ich habe meinen Stand, ich habe meine Körbe und nun, ich tausche. Nun, eine Sache noch. Wenn auf Aurum einer eurer Krieger verletzt wird, gibt es ein Krankenhaus oder einen Priester, der sich um sie kümmert? Also ich weiß, dass vor einiger Zeit hatte diese Hospitalis-Dame auch unsere Krieger hier in Heistand nun wieder zusammengeflickt. Aber die ist ja schon vor einiger Zeit gestorben. Sie hat sich selbst umgebracht. Nun, aber ich weiß nicht, was ihr mit einem Krankenhaus meint. Wir haben Heiler, selbstverständlich, ja? Wenn wir wiederkommen, müssen wir mit einem reden. Mit einem von den Heilari? Ja, sicherlich. Okay. Aber was wollt ihr mir jetzt dafür geben? Ihr habt eure Rüstung doch abgegeben. Ihr müsst mir etwas im Gegenwert geben. Schuppen von dem Diablodon sind wahrscheinlich. Wahrscheinlich braucht ihr jetzt direkt etwas. Nun, wenn ihr mir den Kopf geben würdet. Kann ich euch und sämtliche Schuppen. Dann würde ich euch meine Gürwaffen leihen. Sämtliche Schuppen, die mir zustehen. Ich muss teilen mit meinen Brüdern. Ist es eine gute Investition für euch? Dann gebt mir wenigstens den größten Schneidezahn. Den größten Schneidezahn. Nicht den größten Eckzahn. Abgemacht. Er sieht ein bisschen verwirrt aus. Ja, und gibt dir dann die Hand. Okay. Ja, geht dann wieder nach draußen. Wollte sonst noch jemand ein Messer haben oder irgendwas? Genau, ein Messer für Handwerksarbeiten. Ja. Wenn ihr mit dem Diablo dann wiederkommt, dann dafür möchte ich eine Schuppe haben. Dann habe ich Schneidzahn und Schuppe. Das wird sich gut machen. Das klingt nach einer Vereinbarung, die wir treffen können. Wie hieß denn der Aurana, den er nochmal erwähnt hat? Sorry. Der, von dem er den die Zähne hat? Ja. Heidal. 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 Drei bekommt übrigens so einen missbilligen Blick, wenn er da so vollgerüstet rauskommt. Dies. Ich bin ein Sohn Korax. Kein Kind der Wildnis. Taral zuckt mit den Schultern, schaut sich nach zwei anständigen Messern um, die wahrscheinlich grundlegend Sinn machen. Ja, also wenn du möchtest, könntest du dir sowas wie einen Fangzahn nehmen. Du könntest den so als Dolch benutzen, du könntest den dann auch an ein Stück Holz binden, wenn du unten was gefällt hast, dann kannst du einen Speer rausbauen. Ja, nehme ich, wie gesagt, so einen Fangzahn und einen so ein Messer mit. Ja, alles klar. Naja, Bruder, du sagst ja, du willst mir einen Bogen bauen, dann habe ich Vertrauen in dich. Ich dachte eher an einen Speerschleuder. Hat mehr Wucht und Durchschlag. Und ist etwas einfacher zu konstruieren. Ja, wie du möchtest. Absolutes Vertrauen in deinen Salamander, Bruder.
kannst Space du Marine, vor mir sitzt irgend so ein Hinterwäldler. Also wenn der Space Marine sagt, er baut mir eine Waffe, dann gehe ich nicht zu dem Hinterwäldler auf Planeten XY. Ja, ist ja okay. Ja. Würde ich die liebe Alkedre ansteuern, das Messer in so einem, an so einer Schnur um meine Tunika gebunden, die rumhängt, und ansonsten wie Vulkan mich schuf. Ja, dein schwarzer Karapax mit den Anschlüssen ist verdeckt, und du hast ja dann noch dein Gürtel oder sowas genommen, der dann zumindest dann die Werkzeuge und Waffen hält, ansonsten nur das Obergewand. Ein paar Ordensinsignien darauf gesteckt, aber nichts, was dir dann hilft, gegen den eisigen Biss eines Diablodons zu bestehen. Und so könnt ihr bereits heute aufbrechen. Ihr blickt nach oben, die Sonne ist wohl über den Zenit bereits gezogen. Wie lange ein solcher auranischer Tag ist, wisst ihr nicht genau, aber sicherlich wird demnächst bald die Sonne untergehen. Also ihr werdet die Nacht über in der Wildnis verbringen, je nachdem wie weit es ist. Und Alkedre nickt euch zu, so wie sie euch begutachtet. Die Waffen, die Werkzeuge, die ihr dabei habt, wird sie zur Kenntnis nehmen und geht dann ohne einen eigenen Terratrix die Schlucht wieder nach unten und würde euch führen. So könnt ihr nach unten steigen in das Holz, und nachdem ihr ja nicht einmal nach rechts abbiegt, beziehungsweise nach Osten, um zu eurem zu eurer Station zu kommen, könnt ihr dem Weg nach Norden folgen, wo ihr noch den einen oder anderen Karrenabdruck findet. Noch die zahlreichen Agrax-Spuren, die sich dann aber auch nach und nach verlaufen, wenn dann mal der eine oder der andere nach rechts oder nach links abbiegt, die Hauptspur verlässt und die Hauptstraße durch den Wald, könnt ihr sicherlich 3 Stunden lang folgen, bis ihr selber diese Hauptspur verlasst, gemeinsam mit Alkedre, und nach Westen abbiegt, wo ihr in einen terrassenartigen Pfad einbiegt. Vor euch dann ein Canyon, in dem ganz ihr... Ganz kurz, Frosty. Ja. Ich würde schon auf dem Weg, während wir auf dem Hauptpfad sind, beginnen, möglichst gerade, ist eher wahrscheinlich Schößlinge, Bäumlinge und dicke Äste von einzusammeln, abzuhacken, und Wilhelm als Packesel missbrauchen. Ja, dafür ist er ja da. Gut, ich meine, Devastator seid ihr beide, aber er ist es gewohnt, schwer zu tragen. Auch wenn das jetzt hier nur Holz ist. Aber ja, du kannst ihm dann das ein oder andere an gerade Material, was dann für Pfeile und Bogen nötig ist, in die Hand legen. Ich würde sogar anfangen, tatsächlich schon an einem schönen dicken den Wurfarm für die erste Speerschleuder zu fertigen. Während dem Weg, weil solange wir auf dem geraden Weg sind, ist das ja kein Thema. Und genau. So, es gibt auch keine wilden Tiere oder so. Ihr hört zwar eine ganze Menge an Kreaturen auf dem Pfad. Ihr könnt sie dann auch riechen, vielleicht sogar fast schmecken mit ihren Ausdünstungen, die sie dann hier am Wald hinterlassen. Aber solange ihr auf dem Hauptpfad bleibt, passiert nichts. Bis ihr dann, wie gesagt, selber abbiegt nach 3 Stunden und auf einen schmalen Canyon zuhaltet, wo dann Alkedre hindeutet und stehen bleibt. Ich würde mich tatsächlich mal umschauen, umhören, umriechen, ob ich irgendwie Bedrohungen, irgendwas dergleichen wahrnehme oder spüre oder sonst was dergleichen. Ja, was dir aufgefallen ist, ist, die Bäume gehen wohl zurück. Es bleibt sehr dicht, aber das sind dann keine Bäume, sondern vor allem Büsche, die aber auch sehr hoch sind, also sehr hohe Büsche, sehr hohes Blätterwerk. Was es natürlich unglaublich anstrengend macht, wenn Bäume hochwachsen mit einem mächtigen Stamm, kann man natürlich noch drunter durchgucken, weil dann oben die Krone ist. Das Problem bei einem Busch ist, dass du halt kein eigenes Blickfeld hast und du musst dich wirklich dann auf all die anderen Sinne verlassen. Deine Sicht hast du hier nicht. Gedämpfte Reptilienschreie kannst du noch und nöcher hören, auch das Knacken von Ästen um euch herum, aber doch passiert nichts.